Wozu wohl diese Zange gut war? Auf den ersten Blick könnte man meinen, damit würden schlimme Dinge angestellt. Wurde damit vielleicht sogar gefoltert? Nein, aufgehängt wurde hier nicht jemand, sondern etwas. Nämlich schwere Lasten, zum Beispiel Steine zum Bau von Burgmauern. Dieses Gerät war also etwas Gutes. Eine Maschine für mittelalterliche Baustellen. Es war ein Kran, genauer gesagt ein Tretradkran. Dieser nachgebaute Tretradkran steht im Hof der Cadolzburg und wir zeigen euch heute, wie er funktioniert. Um eine Burg zu bauen, brauchte man jede Menge Steine. Die wurden aus den Steinbrüchen der Umgebung zurechtgeschlagen. An zwei Seiten wurden kleine Löcher angebracht, in die man die große Zange klemmen konnte. Wenn in dem großen Rad nun Menschen liefen, wie in einem Hamsterrad, dann wickelte sich das Seil um eine Achse. Dadurch wurde es immer kürzer und die Zange bewegte sich nach oben. Die Greifarme drückten sich durch das Gewicht des Steins fest in die Löcher und schon schwebte der Stein in der Luft. Zwei Erwachsene reichten locker aus, Lasten scheinbar mühelos anzuheben. Naja, ganz ohne Anstrengung ging das nicht, aber viel einfacher als den Stein zu tragen. Um die Steine an die richtige Stelle zu bringen, konnte man den Kranarm auch schwenken. Und durch die Löcher musste man keine Angst haben, dass der Stein aus der Zange rutschen könnte. Bei alten Gebäuden findet man oft noch Steine mit solchen Zangenlöchern. Ihr wisst jetzt, was es damit auf sich hat, also schaut doch mal in eurem Heimatort, vielleicht findet ihr Beispiele. Und wenn ihr diesen Tretradkran mal genauer anschauen möchtet, dann freuen wir uns auf euren Besuch in der Cadolzburg.